Hey Leute, es freut mich, wenn die Würfel fallen und ihr beim nächsten Spielzug von Cube Gameplay Transport Viva 2 wieder dabei seid. Vergesst nicht, den Abonnieren-Button für meinen Kanal zu drücken. So seht ihr, wenn es etwas Neues gibt. So, einen wunderschönen guten Tag. Herzlich willkommen zur zweiten Staffel und bei der 71. Folge. So, hier haben wir unseren Neukauf, Zukauf, den wir in der letzten Folge, in der 70. gekauft haben. Jo, kleine Geschichte dazu. Ja, wir haben es ja gekauft. Ich habe das Video aufgenommen. Und einfach mal Transport Viva 2 beendet, ohne zu speichern. Juhu. So, nun muss ich mal auf alles mal wieder nachbauen. Deswegen sind wir jetzt auch schon mit unserem Fahrzeug in Düsseldorf. Und ja, alle drei Fahrzeuge sind unterwegs. Haben auch schon Passagiere an Bord. Die Strecke wird angenommen. Da ist ordentlich Betrieb. Und wir fahren jetzt einfach mal mit. Na dann los. Wir gucken uns mal unseren schönen Zug hier nochmal an, so von der Seite. Schöne 101 in aqua.com Design. Genau. Der macht ordentlich Ballett. 200 km/h. Die kann er auf Teilen der Strecke ordentlich ausleben. Das funktioniert. Die Strecke hat auch eine gewisse Länge. Und wir fahren ja hoch bis in den Norden. Da brauchen wir schon mal ein bisschen Geschwindigkeit. So, hier müssen wir noch ein bisschen runterbremsen. Ich hoffe, wir sehen einige Züge so unterwegs. Da hinten sehen wir schon einen Güterzug. Um Henningsdorf rum sollte auch ein bisschen was los sein. Also wir sollten hier nicht ganz alleine auf der Strecke sein. So, mal gucken, wann wir unseren Kollegen hier begegnen. Das sind ja zwei Stück an der Zahl. Wir haben in Summe drei Fahrzeuge auf den Gleisen. Für diese Linie. Genau. Ja, hier ist ein bisschen trostlos nebenan. Aber mal sehen, vielleicht bauen wir da nochmal ein paar Straßen so neben den Gleisen. Dass wir ab und zu auch nochmal ein paar Autos sehen. Vielleicht mal den ein oder anderen LKW. Oder Bus, wie auch immer. Dass man einfach mal sagt, man schafft auch mal eine Busverbindung zwischen den Städten. So ein Fernbus. Ist ja halt auch was. Gut, hier haben wir ordentlich freie Fahrt. Wir sind schon bei 190 km/h. Wie gesagt, auf Fällen der Strecke kann er seine 200 ausleben. Da ist der Kollege. Kommt uns entgegen. Da sitzen auch definitiv Passagiere drin. Bei der Gelegenheit, hier haben wir jetzt auch unsere 200 erreicht. Bei der Gelegenheit habe ich... Sorry. Muss nochmal kurz scannen. Habe ich Henningsdorf auch ein bisschen umgebaut, gleistechnisch. Also ich habe das Gleisfeld hier kommend aus dem Süden mal ein bisschen angepasst, verlängert, viergleisig gestaltet, weil es wurde dann doch ganz schön eng. Und ich hoffe, dass wir jetzt nicht mehr so viele Wartezeiten haben vor Henningsdorf. Dass wir hier mal ein bisschen geschmeidiger durchkommen. So, wir bremsen ab, weil wir hier so ein bisschen das Gleis wechseln. Hier haben wir noch eine neue Zufahrt zum Depot rechts. Genau, da sollten wir hier rüber wechseln. Genau, das sind die neuen Gleise, von denen ich eben gesprochen habe. Hier mal viergleisig, etwas früher vom Bahnhof, dass hier auch der eine oder andere Zug einfach mal parken kann nach dem Bahnhof oder davor halt. Ich das hier nicht alles so immer ja, vom Bahnhof auf dem Gleis doppelt. So, auch hier stehen wieder Leute. Ich weiß nicht, ob die vor unserer Linie sind. Weil hier fährt noch eine andere Linie ein. Aber hier in Henningsdorf ist ordentlich Betrieb. Wie wir sehen können, auf dem Bahnsteigen. Hier links unsere Linie nach Cube City, unsere Akkulinie. Ich glaube mal nebenan, es ist schon Cube City, was wir da sehen, so im linken
Flügel hier, der dritte Kollege aus Hannover kommt gerade. So, wir haben hier ein paar Leute aussteigen lassen. Jetzt sind wieder ein paar eingestiegen. 11 Stück wollen nach Hannover. Wir liefern uns hier so ein kleines Rennen mit dem Doppelstock. Der hat natürlich das Nachsehen, weil 160 Höchstgeschwindigkeit und die Lok, die vorne dran ist, hat aber auch nicht so eine Anzugskraft wie unser BR-101. Oh, das sieht auch nicht so schön aus hier mit dem Gleis, mit der Mauer in der Mitte. Gut, hier haben wir so ein Abstellgleis, so ein Stummelgleis. So, hier begegnen wir mal einen Dosto. Ja, CFL. Mit einer schönen Reißbahnlok hinten dran. Das sieht man auch nicht so an Detail. Gibt es, glaube ich, gar nicht. Weil CFL ist aus Luxemburg und deutsche Reißbahn ist aus der DDR. Das eine Land gibt es nicht mehr. Und Luxemburg hat bestimmt keine Loks aus der DDR. So, hier geht's, ja, in Niemandsland. Hier ist nichts außer ein bisschen Industrie, glaube ich. Jetzt geht's hier links ab. Dann auf das nächste Gleis, da können wir dann nochmal ein bisschen Schwung holen. Dann geht's rechts nach Hannover ab und dann sind wir auch schon dort. Hier oben die ICE-Linie. Genau, oh, wir haben keine freie Fahrt. Wir müssen auf irgendjemanden Rücksicht nehmen, warten. Aber okay, ist halt so. Wie gesagt, wir fahren ja hier nicht alleine auf den Gleisen. Können wir kurz ein bisschen rausspringen hier mal, dass wir uns den Zug mal anschauen. Also wie gesagt, wirklich schicke Lok, gefällt mir. Weiter geht's hier. Gut, warum wir jetzt warten mussten, war mir zwar nicht so ganz klar, aber gut. Wahrscheinlich hatten wir hier noch einen Zug vor uns, der das Gleis besetzt hat. Okay, jetzt ging es aber links runter. Auch die nächste, ja, Schnellfahrstrecke im Prinzip. Vielleicht war auch hier noch jemand, dass wir nicht reinfahren durften. Genau, hier können wir uns nochmal ein bisschen austoben. Das ist nochmal ein kleiner Moment, der jetzt geradeaus geht. Und dann biegen wir rechts ab nach Hannover. Jo. Lass uns hier mal gucken. Schöner Zug, gefällt mir. Hier nochmal so ein Bahnübergang mitten in der Prärie. Weil brauchen wir keine Brücke, als viel Verkehr haben wir hier nicht. Und von daher sollte das funktionieren. Hier nebenan der Kollege Flirt, yep. Aus Rostock kommen, glaube ich. So, jetzt können wir noch mal ein klein bisschen beschleunigen, aber jetzt glaube ich auch noch mal links, wenn mich nicht alles täuscht. Und Wald, ein Stück nach links oder so. Oder fahren wir durch, ich weiß es nicht mehr. Nein, halt, wenn wir, genau, wenn wir, glaube ich, zurückfahren, haben wir hier diese Ausfahrt oder dieses Gleis. Würde ich fast behaupten. Schauen wir uns einfach mal an, wo wir dann einbiegen, wenn wir aus Hannover wieder losfahren. Genau, da sehen wir Hannover in voller Pracht. Hier unser Hypertrain, Triebzüge. Er wartet auf die Einfahrt in den Bahnhof Hannover. Das ist auch irgendwie ein bisschen blöd gelöst, muss ich sagen. Aber okay. So, hier haben wir ein CFL. So, was ist mit dem Kollegen los? Der wartet hier auch. Weiterfahrt oder was? Ich meine, hier drüben der Nachbarkollege. Na, das ist natürlich nicht so gut. Der eine hier wartet nach Hamburg. Dann müssen wir mal schauen, ob wir da vielleicht eventuell auch nochmal ein Signal umsetzen. Gucken wir schnell, wie wir hier oder ob wir hier
dieses Gleis wirklich nutzen, was ich vorhin gesagt habe, oder ob das Quatsch ist, was ich da erzählt habe. Wir kommen hier, glaube ich, gar nicht rüber. Ja, das ist Quatsch, was wir gesagt haben. Okay. Wir fahren die gleiche Strecke wieder zurück. Okay. Damit kennen wir die Strecke, dann verabschieden wir uns mal. Wenn ich denn hier rauskomme. Genau. Tschüss, gute Aqualok. Viel Spaß. Also ich wollte nochmal gucken. Passagiere 16. Passt. So, jetzt wollte ich hier nochmal schauen, warum denn hier so viel oder so lange gewartet wird. Weil hier der Kollege noch unterwegs ist, oder was? Weh. So, der Kollege steht da am Bahnhof und wartet auf Weiterfahrt. Der Kollege wartet auch, dass er hier weiterfahren kann. Ah, Stuttgart ist ein bisschen das Nadelöhr, glaube ich. Ich glaube, Stuttgart ist ein bisschen, was uns hier ausbremst. Weil da kommt der nächste, der wartet auch. Die warten alle hier auf den, der jetzt hier kommt. Da müssen wir was unternehmen, das geht so nicht, das gefällt mir nicht. Ja, so eine lange Wartezeit nach der Züge. Müssen wir hier mal ein bisschen mit Signalen arbeiten. Zur Hälfte der Strecke würde ich mal sagen, hier plupp, kommst du ein Signal. Weil das funktioniert so nicht. Upp. Schwapp. Dann kannst du fahren. Genau, das machst du auch. Und hier werden wir auch mal ein Signal setzen. Dann stehen die Züge vielleicht auf der Hälfte der Strecke. Ah, okay, dann ist es halt so. So, du fährst auch. Du hast damit deine Einfahrt erhalten in den Bahnhof. Du brauchst nicht mehr so lange warten. So, schauen wir mal hin, wo hier die Signale stehen. Oh, ich werde mal das HUD einstellen. Einblenden. Hatte ich nämlich ausgemacht. Genau, dann finden wir auch mal vielleicht mal das ein oder andere Signal, was hier auf der Strecke stehen sollte. Da steht nix. So, damit setzt du dich in Bewegung, das passt. Dann bekommst du hier auf dieser Höhe auch nochmal ein Signal. Und jetzt machen wir das Ganze nochmal hier hinten rum. Zwischen Stuttgart und Dresden, da werden wir hier mal jeweils ein Signal verteilen. Und damit sollten wir hier ein bisschen Auflockerung haben. Weil wie gesagt, Stuttgart ist ein bisschen eng, irgendwie hier Zufahrt durch den Tunnel mit zwei Gleise. Vielleicht lässt sich das ein bisschen umbauen. Wäre vielleicht nicht verkehrt, dass man vielleicht einfach mal sagt. Ja, aber welche Gleise können wir hier in Stuttgart nutzen? Wir haben ja hier einige, ja. Lass mich mal hier die Linien einblenden. Zum Beispiel die beiden Häuser, die sind gar nicht hier benutzt. Die nur teilweise, dass wir die vielleicht hier rüberlegen. Und denen ein eigenes Gleis spendieren und die hier ein bisschen verlängern. In Stuttgart noch konfigurieren. Naja, vielleicht auch mal eine Option. Oh, nee, nicht wirklich. Da lässt sich nichts. Unterschiedliche Bahnstrecklängen. 14 kriegen wir noch gewuppt. Aber vielleicht können wir hier mal
eine kleine Umbauaktion machen. Lass mal Stuttgart hier mal ein bisschen. Mal ein bisschen von der Welt abhängen, würde ich sagen. Das war hier doch wirklich mal umbauen und dass wir die Züge hier ein bisschen flotter rein und raus kriegen. Ja, ich glaube, das macht Sinn. So, du hast den Bahnhof verlassen, das ist sehr gut. Damit machen wir mal Folgendes. Wir schnappen uns mal den Bagger. Wir reißen Stuttgart mal ab. Dann mal gucken, dass er ja Stuttgart dann wieder neu ans Netz bekommen. Da gehe ich mal von aus, dass wir das schaffen. Wir brauchen hier mal ein Gebäude, ein Bahnhof für Passagiere. Und dann hätte ich gerne den Stuttgarter, das ist der Dresdner. Wo ist er? Ne, das ist der Dresdner. Wo ist mein Stuttgarter Bahnhof hin? War es doch. Stuttgart, da ist er. So, wir gucken mal. Tunnelbahnhof, S-Bahnhof an, Standard. Tunnelbahnhof an, aus. Oh, gab's halt ein Update oder was? Bahnhof, Plattform, Standard, Real, Bogen, Zäune, Plattform. Kriegen wir das hin, dass sie alle? Das ist nicht gut. Das gefällt mir nicht. Was haben wir hier? Das Hauptbahnhof auch nochmal. Hauptbahnhof Stuttgart. Hä? Muss ich nicht verstehen, oder? Stuttgart. Baltimore. Das ist Dresden. Wer in Dresden zu stehen? Gießen hatten wir auch nicht. Na gut, okay. Dann lasst uns den hier mal hinsetzen. Müssen wir wahrscheinlich noch ein bisschen mehr demolieren. Wir sind ja auf Pause. Damit basteln wir uns hier mal kurz mal die Straßen hier beiseite nehmen. Damit wir ein bisschen Platz haben zum Bauen. Genau. So, einstellen. Links Original. Original Tunnel. Bahnhof Stadtbahn. 15 Meter Beta an. Aus. Machen wir mal an. Standard Real. Gate. Alter Boden. Neuer Boden. Zäune, Treppen, Bahnsteige, Gleistik mit reduzierter Geschwindigkeit, Plattform A, Gleislänge, ich hätte ja alles. Minimum 360 Meter, 440,
Holla, holla. Das ist ein Monster. So, mal gucken, wie wir den hier reinkriegen, ne? Ah, da kollidiert er schon. Ups, vielleicht noch ein kleines Stück drehen, den Jungen. Ein bisschen parallel hier zur Straße kommt. Okay, da stören denn die. Na, der Tunnel stört ja auch noch. Dann räumen wir hier richtig auf. Dann machen wir hier mal Breitschlag. Lasst uns mal den Tunnel hier wegnehmen. Gut. Dann probieren wir das nochmal auch aus, ob wir dich hier hingestellt bekommen. Kollision, du kollidierst mit wem? Glaube. Wir machen das mal anders. Drehen dich mal, wir werden dich mal hier so ein bisschen außerhalb von Stuttgart platzieren. Ja. Hier bauen wir erstmal keine oder nur sehr wenig Häuser ab. Hat Fahrzeug am Weg. Ach Mensch, Fahrzeug verkaufen. So. Damit haben wir jetzt erstmal ein bisschen Platz, würde ich sagen. Und dann Bahnhof hier zu platzieren. Straße haben wir auch da. Wollte ich mal ein kleines Stück nach hinten schieben. So, damit hätten wir dich erstmal angeschlossen. Sehr schön. Gucken wir uns das Teil erstmal an. Holla, holla, holla. Ja, der macht ordentlich Spaß. So, hier lasst uns mal das Terrain ein bisschen angleichen. Ja. Nehmen wir dich hier mal ein bisschen runter. Das andere macht hier keinen Sinn. Mache ich dann im Off noch mal ein bisschen schöner. So, dann müssen wir erstmal gucken, dass wir alle Gleise hier wieder ranbekommen. Ja, definitiv hier mit 400er. So, wir brauchen hier mal ein Doppelgleis. Und zwar einmal hier rum. Und einmal dort entlang. Dich können wir jetzt schlecht hier wegschicken, das passt nicht. Aber wir können Folgendes machen. Wir können hier schon mal ein bisschen ausfädeln. Das kriegen wir hin. Das ist die CE-Linie. So, damit hätten wir schon mal die
Gleise her. Wupp. So, mal sehen, mal gucken, wie weit wir heute kommen. So, und damit hätten wir erstmal die Schnellfahrstrecken schon wieder angeschlossen. Das werden wir uns hier mal dann ganz genüsslich durch den Kopf gehen lassen, inwiefern die Züge hier so, dann brauchen wir hier noch einmal eine Kreuzung. Wie gesagt, das ist, hier brauchen wir erstmal hier auf Geschwindigkeit achten, weil das ist hier im Bahnhofsbereich. Und einmal dort entlang. So, damit haben wir die 4 Bahnsteige abgeholt. Hier brauchen wir nur jetzt einmal hier eventuell eine Kreuzung, das weiß ich ja noch nicht, aber wir bauen das mal ein. Gut. So, dann geht's hier weiter. Hier müssen wir uns jetzt mal so ein bisschen hier an dieses Gleis orientieren. Genau, dann lasst uns mal hier. Ich hoffe, wir kommen hier raus mit dem Tunnel. Machen wir. Dann nehmen wir natürlich was Schnelles. Den hätte ich aber auch ganz gern. Schon viergleisig. Ach, nee, gut. Nee, das ist nicht gut. So, wollen wir denn hier abkommen? Mich immer interessieren. Vielleicht ja schon mal eine Brücke ausgesucht. So würde das klappen, aber die Brücke wird mir gleich mal gar nicht. Das ist auch komisch. Welche war denn das? Ich hatte. Die hat keine Beine. Doch, die hat Beine. Das sieht gut aus. Die nehmen wir. So, dann nehmen wir das zweite Gleis. Mit. Visionen. So, können wir dich können wir schon mal mitnehmen. Dich auch. Dich ebenso. Dich gibt's dann hier gar nicht mehr. Du kannst. Ah, du kannst noch nicht wirklich weg. So, dann ziehen wir mal das Gleis hier. Und das Äußere. Ziehen wir dich mal dort ran. Das passt. Und
Ich schiebe mal hier rüber. Mal gucken, ob wir jetzt hier rüber bauen können. Ja, können wir. So. Damit hätten wir dich schon mal gebaut. Was haben wir hier jetzt alles abgerissen? Du warst hier die Linie, die hier ran muss. Ich muss mal irgendwann mal hier kurz einfädeln. Anschließen. Auf deinen Platz kommst. Ich reiße mal dann ab. Was? Steuerung zu groß? Oh, Menschenscanner. So, damit kommst du aus auf dein Gleis. Und hier haben wir jetzt erstmal noch so ein Fragezeichen. Das war die Zufahrt vom Depot, glaube ich, war? Oder war das? Nee, das ist wirklich Gleis, was wir benötigen. Ah, wir müssen uns mit dem ganzen Kladderadatsch in irgendeiner Art und Weise müssen wir uns hiermit mal an. So, dann hätten wir nämlich hier. Na klar, Wohnung zu groß. Warum auch nicht? Logisch. Das wird doch auch nichts. Ist hier irgendwie im Weg, würde ich sagen. Zack, zack, zack. Zack. So, wir probieren es nochmal. Ein Abstand, dann versuche ich mal hier rumzukriegen. Dass du da rangehst. Das gefällt mir nicht. So, hier haben wir hier einen extra Tunnel für unsere Kandidaten. Das Gleis gerade. Hey.
nämlich mal, dass wir hier ein bisschen weiter so rauskommen. Das werde ich so anschließen. Genau. Und jetzt bist du zwar die falsche Seite hier. Aber wir kommen hier noch durch. So, hier möchten wir keine Steigung haben. Wir wollen ja schließlich unten durch und nicht da rein ins Gleis. Quadrat, naja, was gerade so. So, damit habe ich da und dich, haben wir gesagt. Muss da, sehr schön. So, also gucken, was wir hier mit unserem Tunnel nochmal machen. Jetzt will ich hier mal kurz wegkommen. Einfach heute hier. Nicht so einfach. Aber gut, wer sagt denn, dass wir hier eigentlich anliegen müssen? Eigentlich gar keiner. Eigentlich kann man hier einen separaten Tunnel haben. Der ja genauso aussieht. So, damit haben wir hier mal den nächsten Einfahrten in den Bahnhof. Ja, lass uns mal dieses Gleis dazu nutzen. Dann wollen wir direkt hier anschließen. Genau, dich nehmen wir hier mit. Das geht ein bisschen runter. So, dann haben wir hier eine Ausweichmöglichkeit, auch genannt Hosenträger. Das passt. So, jetzt haben wir hier eigentlich haben wir alles wieder angeschlossen. Und welche Fehlermeldung haben wir denn hier noch? Das würde mich interessieren. Ach, der Bus ICE konnte nicht Rostock. Ach so, weil er Stuttgart nicht findet. Okay, schon klar. Der Rundkurs findet das auch nicht. Also fangen wir mal an mit der Strecke Linie verwalten. Wir suchen Stuttgart. Da müssen wir mal ein bisschen tätig werden, ne? Weil wir unseren Bahnhof hier mal umbenennen. Oh, da ist doch Stuttgart. Na. So viel Terminals. Gut. Ich würde sagen, das schauen wir uns in der nächsten Folge an. Ich werde mal im Off noch gucken, dass ich das hier wieder hinbekomme. Aber das Problem ist, ich kann jetzt nicht wirklich irgendwas laufen lassen. Jetzt zerschießt mir das hier meine ganzen Strecken. Dann machen wir hier mal heute so einen anderen kleines Ende. Wir machen es mal anders. Ich bewege einfach mal meine Maus. Aber zuvor halte ich meine Klappe und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Ich hoffe, es hat euch auch gefallen und ihr seid das nächste Mal wieder dabei, wenn die Würfel fallen. Ein Like, Abo oder einen Daumen nach oben wären toll. Spiel mit, bestimm, was wir wo, wann bauen. Bis dahin, tschüssi, euer Axel K.